Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Saranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW PvP mit unserer Blutelfin Alitris am Start auf den Zwillingsgipfeln oder in den Zwillingsgipfeln oder über den Zwillingsgipfeln, keine Ahnung, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Unsere Talente sind weiterhin unverändert, also so wie ihr sie auch aus der letzten Folge kennt, kann sie hier auf dem Weg, während wir jetzt reiten, auch nochmal gerne einblenden. Und muss ganz kurz gucken, wo wir jetzt hier langlaufen. Einmal kurz deaktivieren hier den Lachs. Und dann kann ich euch die nochmal zeigen. Wir spielen außerdem mit Aura der Abrechnung. Frohe Kunde, da bin ich mir noch relativ unsicher. Und Rechtbringer. Huch. Und ja, bis jetzt bin ich eigentlich tatsächlich sehr zufrieden mit der Skillung. Hat natürlich hier und da ein paar Schwächen. Manchmal, wenn man irgendwie alles rausgeklatscht hat und rausgehauen hat, kommt es einem so vor, als wenn man irgendwie so ein bisschen so einen Leerlauf hat. Aber weiß ich nicht, vielleicht ist es auch nur Gewöhnungssache, weil wir jetzt den Kreuzfahrerstoß so als solches selber nicht mehr haben. Wir haben ja jetzt hier das Ding, dass er mit den Auto-Attacks automatisch so eine Art Kreuzfahrerstoß einsetzt. Sprich, da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Aber ich würde sagen, wir gehen mal hier direkt an die vorderste Front und versuchen uns die Flagge zu holen. Wir haben jetzt tatsächlich in letzter Zeit auch sehr viel M+ gespielt. Aktuell habe ich eigentlich wieder ja, sehr viel Spaß an BGs. Wäre natürlich auch nice, die mal wieder ja, mit ein paar Leuten zusammenzuzocken. Also wie gesagt, wenn ihr mal am Start seid in unserer Community hier. Mittlerweile sind wir auch schon 18 Leute. Jetzt abzüglich den zwei Charakteren von mir sind wir dann insgesamt 16. Und ne, wenn ihr da mal am Start seid, dann gerne einfach kurz anschreiben. Ne? Je nachdem, wie es dann passt oder ob ich gerade eh aufnehme oder zocke oder whatever. Ne? Können wir natürlich gerne mal eine Runde starten. Könnt mir natürlich, oder ihr solltet mir da natürlich auch nicht böse sein, wenn ich gerade irgendwie einen anderen Stuff mache oder so, der jetzt nichts mit PvP zu tun hat. Denn tatsächlich spiele ich für gewöhnlich relativ wenig BG oder, BG spiele ich schon relativ selten, wenn ich nicht gerade aufnehme. Da ich sonst eher dann schon an Arena etc. interessiert wäre, aber da fehlt mir auch aktuell irgendwie jemand, mit dem ich das so Premade-mäßig durchziehen kann. Deswegen, ne, gerade zum Zuschauen finde ich auch die BGs ganz interessant. Jetzt haben wir hier einmal eine Betäubung von dem Kollegen bekommen. Der will auf jeden Fall hier ordentlich auf die Nase. Ne, gut, hat natürlich auch so als sich oder als solches keine Chance mit unserem Heal im Rücken und. Das macht uns dann natürlich erstmal so gar nichts aus. Und ja, ich würde sagen, wir sind auch eigentlich ganz gut unterwegs. Ich hätte auch ganz gerne mittlerweile oder ne, ich würde eigentlich mein Gear gerne mal, upgraden oder mein Gear generell auf das Eroberungsgear upgraden. Allerdings spiele ich dafür halt aktuell noch viel zu wenig Arena. Wäre natürlich nice, wenn wir das in der Zukunft mal ein bisschen stacken können, beziehungsweise das heißt stacken können, aber ein bisschen aufpäppeln können, dass wir da ja, an besseres Gear rankommen, das wäre natürlich mega nice. Aber wie gesagt, kommt alles mit der Zeit, ne? Und würde ich eigentlich auch gerne durch Arena erfarmen und nicht jetzt irgendwie, durch BGs hier. Da ist es dann einfach doch zu wenig, was man pro Sieg bekommt. Jetzt können wir uns mal ein bisschen hier hinchillen, ne? Der Tank hat die Flagge mit 4 Stacks mittlerweile, wir sind auch auf 4. Und dementsprechend sollten wir jetzt gucken, dass die Jungs das da vorne gegebenenfalls abgefangen bekommen. Das wäre natürlich ziemlich nice. Hier weiterhin einfach das Ding reinsetzen. So kann ein Rogue eigentlich hier hinten unmöglich an uns rankommen. Wir gucken jetzt mal, der kriegt da auf jeden Fall schon gut auf die Schnauze. Ne, allerdings jetzt auch mit 5 Stacks. Mittlerweile, hier kommen auch schon ein paar Kollegen hoch, die jetzt quasi Bock haben, uns hier ordentlich einen reinzusemmeln. So, der Kollege ist hier auch nochmal mit am Stüssel. So, ne, wir stellen uns aber einfach mal hier hin. Nicht vergessen, dass wir hier natürlich auch. Eieieiei. Das war jetzt wirklich. Sehr, sehr knapp. Eieiei. Ja, und wir haben sie abgegeben. Jesus Maria. Wir haben sie abgegeben. Da waren die geraden Ticken unaufmerksam. So, jetzt kriegst du nochmal einen Hammer, Junge. Und jetzt haben wir den hier noch, den Kollegen. Der kriegt jetzt auch nochmal ordentlich hier einen auf dem Latz. Bam, Junge. Nice. Sehr, sehr schön.
Ja, dann würde ich sagen, hat das doch schon mal an der Stelle hier sehr gut funktioniert. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins Mikrofon schreie, sonst übersteuert das immer so ein Ticken. Ja, vielleicht sollten wir da einfach mal ach, wie nennt man das hier? Den Maximizer oder wie das heißt, sollten wir mal noch ein bisschen begrenzen, dass wir da nicht komplett ins Mikrofon schreien können. Das wäre eigentlich so das Niceste. Und ja, ach du Scheiße. Ach du Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige. Okay, die haben. Okay, die haben Bock hier. Ich würde sagen. Dass wir einfach versuchen, die ein bisschen aufzuhalten. Jetzt können wir nochmal den hier ziehen. So, ne, die gehen jetzt hier alle auf uns drauf. Wir können jetzt nochmal ein bisschen hier. Ne, das hat jetzt auch nicht mehr gereicht. Da haben wir auf die Schnauze gekriegt. Da haben wir leider auf die Schnauze bekommen. Aber gut. Ja. Wiederbelebung in 4. Na, wir führen aber schon mal, ne? Dementsprechend ist das, denke ich, ganz in Ordnung und auch bis jetzt eine nice Leistung. Und ja. Dann schauen wir mal. So. Ja, und wir holen gerade die Flagge wieder. In der Zwischenzeit könnten wir mal gucken, dass wir die da vorne rausholen. Jetzt kommen sie aber hier alle an. Mit der ganzen Mannschaft sind sie hier. Da hinten vor allem auch der Dude direkt drin, der die Flagge trägt. Wir sollten dem ordentlich aufs Maul hauen, damit der jetzt mal das Ding hier abgibt. Na, guten Tag. So, der Kollege läuft einfach weiter hier. Sein Heiler hat da gar keinen Bock drauf. Aber da hat jemand die Flagge genommen. Das ist nicht so nice. So, aber dem Kollegen gehen wir jetzt mal hier ordentlich auf die Nase. Und dann gehen wir jetzt hier drauf. Oder bin ich zu früh fürs Richterurteil gegangen? So, ne, wir können natürlich hier nochmal ein bisschen was ziehen. Hier nochmal ordentlich drauflatzen. Jetzt haben wir hier Klinge der Gerechtigkeit, aber der Kollege ist schon tot. Jetzt ist hier die Frage. Da hinten ist die Flagge. Wir sollten jetzt aber alle ganz schnell rüber. Ist schon ein Rogue hier am Start. Der ist da schon dran. Sehr schön. Wie gesagt, hier jetzt auch mal ordentlich auf die Nase geben. Da mal ordentlich drauf. Und dann ist der Lachs hier auch schon gelutscht. Und dann sollten die Flagge jetzt abgeben. Und zack, da haben wir das Ding. Sehr, sehr schöne Leistung. Bis jetzt. Eieieiei. So, wir sollten nicht vergessen, uns zu heilen, ne? Das haben wir natürlich alles noch in petto. Der hat sich jetzt hier totgestellt, der Junge. Aber, ne, das können wir ganz easy hier aufhebeln, indem wir uns jetzt einfach hier hinstellen. So, und wir können halt ganz easy alle 6 Sekunden können wir uns hier einen Lichtblitz geben. Also auch auf ganz entspannt. Wirklich richtig nice. Die haben den Retri wirklich richtig cool hinbekommen. Finde ich wirklich richtig nice. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken und zu spielen. Kann ich nur empfehlen und ans Herz legen. Spielt sich wirklich sehr, sehr geil. So, ist hier irgendwie jemand am Stissel, der Bock hat, uns die Flagge hier zu klauen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch mal, dass irgendwie in der Zukunft mal ein paar mehr BGs ins Spiel implementiert werden. Ich weiß gar nicht, wann das letzte kam. Ist auf jeden Fall schon ein Ticken her. Und wie gesagt, mittlerweile kann Blizzard sich da mal erbarmen und auch mal das ein oder andere neue Schlachtfeld bringen. Ne, ich meine, sie haben ja auch ein, zwei Stück überarbeitet, wie Arathi-Becken, wie Kriegshimmelschlucht. Muss man natürlich auch anrechnen und sind auch wirklich sehr, sehr gut gelungen, sehr schön geworden. Allerdings wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man da als PvP-Spieler nochmal in Sachen Arena oder Schlachtfeld ein bisschen was Neues auf die Ohren bekommt. Oder auf die Netzhaut, eher gesagt. Ne, aber wie gesagt, das ist alles Meckern auf hohem Niveau und Zukunftsmusik. Aber ich würde sagen, in, keine Ahnung, wie viele Jahren WoW jetzt, in 17, 18 Jahren, glaube ich, irgendwie, ja, ist die Auswahl an BGs, ich sag mal, überschaubar. Ne? Man hat ja auch die 240er BGs, Insel der Eroberung und Altaraktal. Die darf man natürlich auch nicht vergessen. Da können wir vielleicht auch mal in Zukunft mal eins spielen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir da mal irgendwie reinkommen. Das Einzige, was ich nicht so gern mag, ist Altaraktal, weil da hast du eigentlich die ganze Zeit nur den Krampf, dass du, ja, dass du eigentlich nur rüberläufst und dann versuchst, den Boss irgendwie zu nuken, die Türme einzunehmen und dann ist das Ding dann auch schon rum.
finde ich halt overall irgendwie nicht so cool. Ich weiß auch gar nicht, ob das der Sinn ist, das BG so zu spielen. Scheint zwar fast so, aber ja, wie gesagt, erachte ich jetzt nicht für allzu sinnvoll. Den Kollegen locken wir mal da runter, weil der chillt jetzt da oben. Da oben bringen wir dem aber gar nichts. Der Jäger kriegt jetzt hier auch aufs Maul. Ich würde sagen, wir passen den Moment jetzt gut ab. Jetzt wird es ein bisschen kritisch hier. Also wirklich ein bisschen kritisch. Ne? Wir können jetzt halt nicht mehr machen, außer hier irgendwie auf Krampf an der Flagge kämpfen und halt hier ordentlich Damage reindrücken. Aber es reicht leider nicht. Es reicht leider nicht. Wir hatten wirklich schon alles an Defcolons gezündet. Die Allianz macht das 1-2. Und jetzt wird es nochmal ein ganz kritischer Hase. Er hat die Horde einen guten Push hingelegt. Ne? Kam halt wirklich mit 6 Mann oder so rein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele jetzt letztendlich wirklich waren. Aber es waren auf jeden Fall schon einige. Und da haben wir keine Chance. Egal, wie gut wir defensiv aufgestellt sind. Mit Lichtblitz, mit göttlicher Schutzzeit, Neuestem etc. Da sehen wir dann einfach nur alt aus und da haben wir dann gar keine Chance, das irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu halten. Wir können jetzt hier rüber gehen, ne? Und ja, nochmal die Flagge holen. Der Rogue kommt jetzt hier mit der Flagge raus. Ich war da gerade ein bisschen verwirrt tatsächlich. So, dem Dude versuchen wir mal irgendwie auf die Nase zu geben und den irgendwie auch zu nerven. Es läuft mein... Hallo? Ich war gerade schon wohl verwirrt. Ich bin gerade in der Aufnahme, ich komme gleich sofort. So, ja, der Hunter will jetzt hier auch nochmal Stress, aber das können wir erstmal vergessen. Ja, der Heiler kommt jetzt hier auch nochmal hoch. Kickt uns nochmal runter, aber gut, wo ist jetzt hier der Flaggenträger? Steht hier weiterhin 1-2. Wir können jetzt nochmal hier drauf gehen. Na. Jetzt nochmal alles irgendwie zünden, was geht, aber das sieht eher scheiße für uns aus. Ja, wir versuchen jetzt nochmal hier wegzukommen. Haben da aber auch nicht mehr viel. Ach du heilige Scheiße, Spiel minimiert. Jetzt hat der Kollege uns hier komplett auf den Kicker. Nein. Den nochmal und den nochmal. Ja, und jetzt, also wir halten hier wirklich einiges aus, aber irgendwann, naja, ist auch mal gut, ne? Können wir jetzt auch nichts mehr machen. Das ist die Frage, was passiert jetzt, ne? Wir haben jetzt hier 1-2, noch 2 Minuten 20. Theoretisch könnten die das noch drehen, wenn sie jetzt wollen würden. Ich denke auch, dass sie wollen, aber, ja, wir dürfen das jetzt hier nicht verkacken. Sind eigentlich hier wirklich vorne. Vor allem würden wir das Spiel jetzt nur unnötig aus der Hand geben. Oh, hier der Hunter. Den können wir schon mal ein bisschen anhitten. Der will jetzt hier eh Stress machen und die Flagge klauen. Na, ja, der ist schon mal down. Gar kein Thema. Der kann dort zeitlich hier segnen, der Kollege. So, einmal hier über den Fluss. Und jetzt versuchen, die Flagge hier irgendwie zu beschützen. Der Priester hat die jetzt hier am Start. Und wir setzen jetzt mal einfach auf. Kommen hier zwei Kollegen, die jetzt hier weiterhin draufgehen wollen. Segen der Freiheit. Einmal hier Abrechnung rein. Zack. Und dann können wir hier wirklich mit aller Power draufgehen. Sind jetzt hier betäubt. Im CC. Hammer des Zorns. Richturteil drauf. Göttlicher Sturm. Irgendwie den beiden noch mal ein bisschen Damage mit reingeben. Na, okay, der ist hier völlig verwirrt, der Kollege. Der hat gar keinen Bock. Und der ist jetzt auch down. Müssen wir den Parler da hinten nur irgendwie ein bisschen was auf die Nase geben. Auch nochmal hier ein, zack. Ja, so. Ah, scheiße. Obwohl, nee, wir haben die Flagge noch, stimmt. Sehr gut, dann ist alles noch in Ordnung. Jetzt lauf mal hier, du Schwein, so. Ja, die sind hier wirklich überall gerade, ne? Die sind hier gerade überall. Wir versuchen jetzt reinzulaufen, weil die Flagge wiedergeholt wurde. Der kommt hier über den Fluss. Wir können ihn theoretisch direkt abfangen. Haben Burst gerade auch ready. Ja, wir gehen da jetzt drauf. Ne? Ich zimmer den Kollegen jetzt mal eben weg. So.
Ja, wohl, der hat einen Heiler dabei. Das könnte unter Umständen schwierig werden. Wir können jetzt hier für einen Stun gehen, versuchen, dem Kollegen hier auf die Nase zu geben. Aber ich glaube, das wird damage-technisch nicht reichen. Vor allem mit persönlichem Heiler hier noch am Start. Das können wir uns, glaube ich, abschminken. Obwohl wir jetzt hier ordentlich Gas geben. Und dann haben wir den Sieg geholt. 3 zu 3, ja moin. 1 zu 3 haben wir die Flagge hier gerade noch abgeholt. Und ja, sind auch damage-technisch relativ gut dabei gewesen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war eine nice Runde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, kommentiert auch gerne. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut da rein, euer Tyrannos. Ciao, ciao.